Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Plants vs. Zombies. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Level. Wir sind jetzt beim sechsten Level von Dach. Oh nein, jetzt kommt der. Okay, wir nehmen erstmal die normale Sonnenblume mit, dann die Doppelsonnenblume, dann den, wie heißt der nochmal? Egal, den nehmen wir auch mit. Dann das Maiskatapult, dann die Cherry Bomb. Die Jalapeno brauchen wir jetzt glaube ich nicht. Dann den hier. Was brauchen wir noch? Vielleicht den Dublinator. Ich weiß gar nicht, was sollen wir noch mitnehmen? Eine Walnuss brauchen wir jetzt glaube ich nicht unbedingt. Ich habe keine Ahnung. Naja, wir könnten. Ja, okay, wir nehmen natürlich noch die Kartoffelmine mit. Okay, der erste Zombie kommt. Ah, und ich habe den Rechen ja gar nicht gekauft. Na, ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Wir haben ja eh die Mine. So, die erste Reihe ist schon mal wieder fertig. Dann fangen wir auch direkt mit der nächsten Reihe an. Okay, da kommt der nächste. Da könnten wir schon mal eine Verteidigung aufstellen. Okay, direkt mal Butter. Okay, da kommt der nächste. Nächstes Maiskatapult. Okay, da kommt der erste Pylon-Zombie. Da müssen wir dann direkt noch einen zweiten hinsetzen. Weil sonst wird er, glaube ich, nicht sterben. So, direkt den zweiten. Wir könnten eigentlich auch schon mal mit den Doppelsonnenblumen anfangen. Oder nee, wir sparen jetzt mal lieber die Sonnen für die Verteidigung. Das ist jetzt, glaube ich, mal wichtiger. Da unten kommt jetzt auch einer. Wir haben ja auch eigentlich genug Sonnenenergie. Also ich würde sagen, da machen wir erstmal die zweite Reihe auch fertig. Okay, da kommt der nächste Pylon-Zombie. So, hier noch einen Blumentopf hin und noch so einen Maiswerfer, weil eigentlich ein Katapult ist es ja nicht. So, jetzt können wir eigentlich auch mit der Hagelzuckerbse anfangen. So. Und in die nächste Reihe gehen wir dann einfach Dublinatoren, würde ich sagen. So, hier geben wir noch einen hin. Und der soll auf jeden Fall sterben. Thank you.
So, die erste Welle kommt. So, dann würde ich sagen, wir geben... Oh nein, da kommt der erste von denen. Da gehen wir den ersten Lublinator hin. Der schießt halt irgendwie Basketbälle auf die Sonnenblumen. Oh nein. Komm, tötet ihn. Okay, er ist tot. So, nächster Dublinator. Jetzt fehlt uns nur noch einer. So, die Verteidigung ist, würde ich sagen, schon mal sehr gut. Jetzt können wir auch mit den Doppelsonnenblumen anfangen. Aber der Cooldown ist halt sehr lange bei den Doppelsonnenblumen. Das stört mich halt so ein bisschen. Und wir sind auch direkt bei der zweiten Welle. Komm schon, eine will ich noch hinsetzen, bevor das Level aus ist. Schaffen wir das noch? Ja, komm schon. Sehr gut. Und jetzt kommt auch die letzte Welle. Oh, wieder so einer. Cherry Bomb. So, da sind auf jeden Fall ein paar gestorben. So, zwei noch, jetzt noch einer. Und wir haben es geschafft. Was ist das eigentlich? Das ist, glaube ich, so eine Palme. Ja, stimmt, die wird halt Umbrella Leaf. Okay. Ja, die, die schützen halt die Pflanzen vor den Zombies halt mit den Basketbällen und vor den Bungee-Zombies. Also zum Beispiel, wenn da halt eine Sonnenblume ist oder so. Oder halt überhaupt irgendeine Pflanze, dann kommt der Banshee-Zombie runter und der wehrt ihn halt ab. Also der kann die Pflanze dann nicht mitnehmen. Ist eigentlich ziemlich gut. Und bei dem Katapult-Zombie funktioniert es genauso. Wenn der auf eine Pflanze schießen will, dann wird die halt von dem Umbrella Leaf geschützt. Also ist ziemlich gut. So. Dann, ja, die Kartoffelmine und, fehlt noch irgendwas Wichtiges? Dann lassen wir einfach den Dublinator mal hier und wir nehmen einfach noch die Kirsche mit. Ja, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren, glaube ich mal. Ich würde sagen, wir lassen immer, also wir machen hier eine Sonnenblume hin, dann lassen wir ein Feld aus, da geben wir das Umbrella Leaf hin und dann geben wir wieder eine Sonnenblume hin, hier in die Mitte und hier unten, also das lassen wir dann wieder frei und hier geben wir dann wieder eine Sonnenblume hin. Weil das Umbrella Leaf schützt halt direkt mehr Felder oder halt mehr Pflanzen. Sogar drei Wellen. Oh nein, ich wollte es ja freilassen. Na, egal.
Wir können die Sonnenblume danach. Dann, wir können die ja danach noch weggeben. So, da kommt der nächste. Noch eine Kartoffelmine. Ja, dann machen wir jetzt einfach mal die Reihe voll. Und später geben wir die dann weg. Also wir ersetzen sie dann. Wir ersetzen sie dann durch die durch das Umbrella Leaf. So, da unten kommt der nächste. Da geben wir direkt mal so einen Maiswerfer hin. So, der ist tot. Okay, da kommt ein Pylon-Zombie. Da brauche ich mir direkt zwei, weil wir machen natürlich wieder zwei Reihen mit den Maisteilen und danach halt wieder eine Reihe mit den Hagelzuckererbsen. So wie immer. So, hier den nächsten hin. Die nächste Sonnenblume und die zwei Reihen sind fertig. Dann geben wir die eine mal weg, geben hier so, so eine Palme hin oder was das halt ist. Oh, hier ist noch gar nichts. Oh nein. Okay, ihr werdet es auf keinen Fall schaffen. Oder schaffen die es noch zu zweit vielleicht? Einmal Butter. Kommt schon. Ja, sehr gut, zweimal Butter. Nein! Oh, er ist fast tot. Er hat schon den Arm verloren. Ja, sehr gut. So, ich glaube, der da unten wird auf jeden Fall sterben. Also eigentlich heißt es ja übersetzt Regenschirmblatt. Weil wir sollten hier vielleicht auch noch zwei hingeben. Oder? Ich bin mal nicht sicher. Na, ich würde sagen, wir lassen es einfach so. Da Nagelzuckerbsen hin. Dann machen wir natürlich auch wieder die Reihe voll. Und wir sind noch gleich bei der ersten Welle. Die erste Welle kommt. Münze, sehr gut. So, noch ein paar Sonnen und dann geben wir hier noch eine Hagelzuckerbsen hin und die Reihe ist auch fertig. Ich würde sagen, die nächste Reihe geben wir wieder diese Maiswerfer oder halt Maiskatapulte, was das halt sind. Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Oh, ich hasse das immer, wenn man sich verklickt. Oh nein. Oh, das wollte ich jetzt auch nicht. Na egal. Oh nein, der nächste. Sehr gut. Geben wir hier noch einen hin. Aber hier ist ja dann einer weniger eigentlich. Aber ich schätze mal, das ist nicht so schlimm.
da kommen welche durch. So, eine Cherry Bomb. Oh nein. Oh mein Gott, ich habe mich mal einmal verklickt. Hab schon gedacht, die fressen den Blumentopf weg. So, wir sind schon bei der zweiten Welle. Aber ich würde jetzt sagen, wir geben die halt einfach weg. Weil so wichtig sind die halt hier vorne nämlich auch nicht. Ja, die Sonnenblumen werden, glaube ich, eh geschützt. Ja, sehr gut. Machen wir noch eine Reihe. Ja, es ist einfach zu geil. So, der ist explodiert. Nein, Leiter-Zombies. Scheiße. Oh, die hasse ich. Da kommt der nächste. Ich hoffe mal, er stirbt. Jetzt können wir noch die Doppelsonnenblumen hingeben, weil ich habe jetzt eigentlich eh keine Ahnung mehr, was ich noch hingeben soll, weil die Verteidigung passt eigentlich schon. Oh nein, der wird halt jetzt mitgenommen. Das ist halt blöd, aber was soll's. Wir haben direkt den nächsten. So, die letzte Welle kommt schon. Letzte Welle. Okay, der wird wieder mitgenommen. Oh nein! Scheiße. Hier oben müssen wir was hingeben. Und da ist ein Leiter-Zombie natürlich. Aber der ist schon gestorben zum Glück. Können die den noch töten? Ich hoffe es mal. Ja, komm schon. Okay, eine ist weg, aber egal. Okay, jetzt haben wir diese eine Blume erhalten. Wie heißt die nochmal? Aha, ja. Ja, die Blume gibt uns halt ein bisschen Geld. Aber habe ich eigentlich auch früher nie mitgenommen, weil ich weiß nicht, es bringt ihm nicht viel. Oh nein, der erste Gargantua. Scheiße, der ist mega stark. Da brauchen wir auf jeden Fall die Jalapeno. Weil sonst können wir den, glaube ich, nicht töten. Obwohl, vielleicht mit der Kirsche, aber ja. Ein Bungee-Zombie kommt jetzt eigentlich gar nicht. Dann brauchen wir hier dieses Umbrella Leaf eigentlich gar nicht. Und ein Katapult-Zombie kommt auch nicht. So. Dann den hier. Die Kartoffelmine. Und was sollen wir noch mitnehmen? Vielleicht den Dublinator? Oder doch lieber die Cherry Bomb? Ah, ich bin mal nicht sicher. Aber ich wäre eigentlich eher für den Repeater. Wir versuchen es einfach mal. Thank you.
Okay, da oben kommt der erste. Wir sind schon bei Level 8, also wir haben den Abenteuermodus schon fast durchbekommen. Aber wir haben ja dann noch die ganzen Minispiele und Puzzle und Survival und so. Und ich habe schon noch vor, also schon noch ein bisschen weiter zu spielen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich alles mache. Aber ja, ist ja auch eigentlich egal. Wenn man nicht alles macht, dann ist es halt so. Aber ich will halt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter spielen. So, da kommt der nächste. Oh, ich hoffe, der erste Gargantuan kommt nicht bei der ersten Welle, weil das wäre richtig scheiße. Ich hoffe mal, er kommt einfach nur am Ende. Oh, da kommt der Pylon-Zombie. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen zweiten. Okay, ich glaube, die schaffen es noch. So, die zweite Reihe ist auch fertig. In die nächste Reihe gehen wir natürlich wieder Hagelzuckererbsen. Und danach würde ich sagen, machen wir einfach so ein, zwei Reihen mit Dubinatoren. Wir sind auch direkt bei der ersten Welle. Oh, bitte kein Gargantua. Bitte nicht. Okay, die erste Welle kommt. Okay, bis jetzt sehe ich noch keinen. Ich hoffe mal, das bleibt doch so. Oh nein! Jetzt kommt da einer. Scheiße! Oh nein, jetzt wirft er noch den kleinen Wicht. Kommt schon, tötet ihn! Der ist vielleicht tot. Ja, der hält zum Glück nicht so viel aus. Oh Gott. Die Kralle Penny braucht noch ein bisschen. Okay, er ist tot. Zum Glück. Bitte nicht noch ein zweiter. Jetzt brauchen wir noch einen hier unten.
So, die Reihe ist auch fertig. Wir sind auch gleich bei der zweiten Welle. Eine Münze. Nein, die letzte Welle kommt. Da kommt mindestens noch ein Gargantua. Bitte nicht zwei oder so. Oh, da unten. Scheiße, natürlich. Oh, die kommt jetzt durch. Komm schon, der muss sterben. Okay, der Gargantua ist tot. Oh, sehr gut. Das Melonenkatapult. Das ist extrem stark. Also, das ist richtig geil. Ja, das Melonenkatapult. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. So, so, dann die Snoopy, dann die Sonnenblumen, den Blumentopf, dann auf jeden Fall die Jalapeno und, ja, die Cherry Bomb. Aber Mann, ich brauch doch die Potato Mine. Ja, aber wir können sie jetzt leider nicht mitnehmen. Aber ich schätze mal, das ist gar nicht so schlimm. Müssen wir früher mit der Defense anfangen. Oh, das ist ja auch das vorletzte Level. Oh, ich muss ja eigentlich auch mal die Folge beenden. Okay, Leute, ich würde jetzt auch erstmal sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.